Die ProfitänzerInnen und KandidatInnen von Let's Dance 2023 stehen endlich fest. Ekaterina Leonova äußerte sich jetzt endlich zu ihrem Tanzpartner. Ab dem 17. Februar startet endlich die neue Staffel von Let's Dance, und nachdem die KandidatInnen bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben wurden, waren vor kurzem auch die ProfitänzerInnen am Start. Mit dabei ist natürlich auch Seriengewinnerin Ekaterina Leonova, die sich zwischen 2017 und 2019 gleich dreimal in Folge mit ihren jeweiligen Tanzpartnern als Dancing Star durchsetzen konnte. Nach einer etwas ungewollten Zwangspause war Ekat im vergangenen Jahr wieder als Profitänzerin in der Let's Dance Riege am Start und konnte sich mit ihrem Tanzpartner Bastian Bielendorfer im vergangenen Jahr Platz 6 sichern. Doch natürlich will Ekat in diesem Jahr wieder zurück an die Spitze und sich mit ihrem neuen Tanzpartner die Let's Dance Krone sichern. Eigentlich werden die TanzpartnerInnen der Let's Dance Profitänzer erst in der Auftaktshow am 17. Februar verkündet. Doch in ihrer Instagram-Story hat Ekaterina Leonova nun endlich Klartext zu ihrem potenziellen neuen Tanzpartner gesprochen. Ekaterina Leonova, das sagt sie zu ihrem neuen Let's Dance Tanzpartner. Auf Instagram hat Ekaterina Leonova einmal mehr die Gelegenheit genutzt und sich in einer Frage-Antwort-Runde wieder mit ihren Fans ausgetauscht. Selbstverständlich ging es da auch um die Frage nach der neuen Staffel von Let's Dance, beziehungsweise natürlich um ihren möglich Wunschtanzpartner. Ekat gibt sich dabei so diplomatisch wie möglich und hat auf die Nachfrage der Fans, ob sie schon einen Wunschpartner für die neue Staffel habe, folgende Antwort parat. Eine von den meistgestellten Fragen. Tatsächlich bin ich in diesem Sinne offen. Alle Kandidaten wirken sehr sympathisch. Ob Ekat möglicherweise YouTuber Knossi für Let's Dance das Tanzen beibringen muss? Oder vielleicht doch mit Kunstturner Philipp Boy im Quickstep über das Tanzparkett fegt? Das werden wir allerspätestens am 17. Februar 2023 erfahren, wenn die neuen Paarungen der 16. Staffel von Let's Dance auf RTL feststehen werden.